Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute am 11.12.2013. Kurze Bemerkung vorweg, morgen der Traders Podcast wird später erscheinen. Ich schätze auch wieder so gegen Mittag, also ungefähr so wie gestern, weil ich morgen unterwegs bin in der Früh und das nicht so früh aufnehmen kann, und heute Abend bin ich auch weg. Also insofern wird es morgen etwas später dann veröffentlicht. Schauen wir uns heute den DAX an. Der hat sich ein bisschen erstens enttäuschend und zweitens auch gegen meine Erwartung verhalten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Markt nochmal in Anlauf Richtung 9,4 nimmt. Was wir gemacht haben gestern, war eigentlich nicht so toll. Sie sehen das selber an zwei Widerständen, an so einem Kreuzwiderstand, dieser blaue und dieser graue Widerstand abgeprallt. Das war im Bereich 9.220 ungefähr. Und sind dann durchgefallen, über 100 Punkte, bis in den Bereich von, ja, das Tief lag bei 9091, also insofern ordentlich Dampf abgelassen gestern. Und was man jetzt sieht, wir laufen an die Unterstützung von letzter Woche, diese 9070 Punkte roundabout. Da waren wir an drei Tagen in der letzten Woche, insofern hat die Unterstützung natürlich einen gewissen Wert, eine gewisse Qualität, und man sollte jetzt nicht das ganz im Untergehen lassen. Ich dachte nach dem Motto, wir haben zwar eine positive Saisonalität, aber die Unterstützung bei 79 steht im Feuer. Also wenn die fallen sollte, was ich mir mit entsprechenden Vorgaben aus den USA zumindest mal vorstellen kann, der DAX ist auch etwas schwächer als die amerikanischen Börsen, die haben es wahrscheinlich mitbekommen, dann sind die nächsten Ziele 100 Punkte tiefer, nämlich 8.958. Man sieht das dann hier. Und insofern ist das dann schon schon wieder 100 Punkte, die der Markt verlieren kann. Im schlimmsten Fall 8,850, also dann nochmal 100 Punkte mehr. Das wäre natürlich dann schon außerordentlich viel vom Hoch gerechnet. Das wäre, muss ich zugeben, auch in der Jahreszeit sehr überraschend, wenn der Markt das machen würde. Aber Sie sehen selber, die Märkte haben manchmal, die spinnen halt manchmal die Märkte, wie man so schön sagt, und machen eigentlich das, was man nicht unbedingt erwartet, also auch ich nicht. Also insofern, Blick auf die Indikatoren, der schaut jetzt nicht schlecht aus oder nicht besorgniserregend aus. Wir sind hier unten noch im Neutralbereich. Wir sind hier, okay, in einem Abwärtstrend, der allerdings schon leicht, zumindest mal sich bis gestern abgeschwächt hat. Und hier bilden wir sogar eine Art bullischer Divergenz. Also insofern, indikatorenmäßig ist da jetzt nichts kaputt, nichts angebrannt und auch kein Grund zur vertiefter Panik. Aber es ist letztlich so, die Preise, die im Moment nicht so ganz mitspielen. Ich würde mal meinen, Entspannung über dem Tief von vorgestern, und das Tief von vorgestern lag bei 9.172. Da wäre ich ja so etwas entspannter. Alles, was drunter ist, ist halt einfach gefährlich. Alles, was drunter ist, könnte bedeuten, dass der Markt nochmal ernst macht, nochmal Richtung 79 und drunter läuft. Wir dürfen auch nicht vergessen, nächste Woche ist Verfall, und möglicherweise gibt es Marktteilnehmer, die den Markt halt Richtung 9000 haben wollen oder drunter sogar haben wollen, weil entsprechende Positionen ansonsten verlustig werden. Also das ist ein Faktor. Allerdings gibt es natürlich zu dem Argument auch ein Gegenargument, waren die Verfallswochen in den letzten Jahren im Dezember eigentlich immer sehr freundlich. Also insofern gibt es auch hier wieder ein Gegenargument. Also nichtsdestotrotz für heute mein Ratschlag, diese 9070 Punkte im Auge behalten, wenn die fallen sollten, kurzfristig nochmal shorten bis 8950, vielleicht sogar 8850. Und wenn die halten sollten, einfach erstmal stillhalten, wenn wir über die Woche hinweg sind, oder beziehungsweise zum Wochenende dann uns stabilisiert haben sollten, dann würde ich wieder über der Long-Position nachdenken. Im Moment würde ich das nicht tun, sondern eher auf der Unterseite schauen und schauen, dass da nichts anbrennt. Okay, das war's für heute. Wir hören und sehen uns dann morgen. Wie gesagt, nicht um die gewohnte Uhrzeit, sondern etwas später wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis dann. Tschüss, Jakob Seibel.